Guten Tag, ich bin Knut Erik Andersen. Ich hätte Ende März 2020 in Lübeck einen Vortrag über die feste Fehmarn-Weltquerung halten sollen. Wegen der Corona-Epidemie wurde die Tagung leider abgesagt. Deswegen habe ich als Ersatz für den ursprünglichen Vortrag dieses PowerPoint-Video gemacht. Als Diplom-Ingenieur habe ich mein ganzes Berufsleben mit Planung von neuen Infrastrukturen gearbeitet, darunter die große Beltbrücke, die Öresundbrücke und die Fehmarn-Belt-Querung, um die es in diesem Vortrag geht. Am Ende dieser Präsentation finden Sie einen kurzen Überblick über meinen beruflichen Hintergrund. Ich habe den Eindruck, dass es in Deutschland nicht ganz verständlich ist, warum das dänische Ziel des Projekts sozusagen das Ziel an sich war, anstatt die künftigen Auswirkungen des Projekts. Man hat sich in Deutschland vielleicht auch gewundert, warum die wichtigsten Schlüsselzahlen immer eindeutig positiv waren, ungeachtet dessen, dass im Laufe der Zeit beachtliche Änderungen der Voraussetzungen stattgefunden haben. Hier sehen Sie den Inhalt meiner Präsentation. Sie zerfällt in vier Teile. Zuerst kurz über die Organisierung des Projekts. Als nächstes werde ich die ganz speziellen politischen Entscheidungsprozesse beschreiben. Dann folgt der weitaus größte Fall mit bewusst manipulierten sozioökonomischen Zahlen. Schließlich drei Beispiele von Verkehrsprognosen, die mit ernsthaften und übersetzten Fehlern verbunden sind. Der endgültige Beschluss wurde mit dem Baugesetz 2015 gefasst. Meine Referenzen sind die offiziellen Rapporte bis zu dem Zeitpunkt dieses Beschlusses. Später hat die Fehmarn AS verschiedene Dokumente erstellt, aber diese bringen nichts Neues von entscheidender Bedeutung und werden daher hier nicht erwähnt. Aus zeitlichen Gründen kann ich hier die ganz spezielle Organisationsstruktur nicht näher erläutern. Doch in aller Kürze. Die Fehmarn AS ist eine staatliche Aktiengesellschaft, die die Fehmarn-Belt-Querung baut und in Zukunft auch betreiben soll. Trotz des staatlichen Statuses wird das Unternehmen offiziell als ein Privatunternehmen geführt. Der Zweck damit ist, die Gebäudekosten nicht mit staatlichen, sondern privaten Darlehen zu finanzieren. Diese Finanzkonstruktion bewirkt, dass die Bauschulden als offizielle Staatsfinanzen überhaupt nicht auftreten. Aber diese Darlehen sind letztendlich vom Staat garantiert, denn in Wirklichkeit sind sie natürlich waschechte staatliche Darlehen. Eine ganz kreative, aber meiner Meinung nach auch ganz unredliche Methode der staatlichen Bauschulden zu kaschieren. Es ist besonders problematisch, dass der dänische Staat alle Verkehrs- und Wirtschaftsanalysen an die Fehmarn AS übertragen hat. Diese Firma hat nur eine Hauptaufgabe, den Fehmarn-Belt-Tunnel zu bauen. Es unterliegt keinen Zweifel, dass eine solche Firma alles andere als unbefangen ist. Falls die Fehmarn AS fachlich unabhängige Schätzungen von Verkehr und Ökonomie vorlegen würde, dann riskierte die Firma, sich selbst zu schließen. Auf diese Weise haben die dänischen Politiker dafür gesorgt, dass eventuelle kritische Zahlen niemals an die Öffentlichkeit gelangen werden.
2008 machte eine große Mehrheit von politischen Parteien im dänischen Parlament eine politische Vereinbarung, um eine feste Fehmarnbelt-Querung zu bauen. Die Grundlage des Beschlusses war ein kurzes Dokument von nur 27 Seiten. Durch die folgenden Jahre wurden verschiedene detaillierte Entscheidungsgrundlagen ausgearbeitet. Diese Aktivitäten dauerten bis 2015, wo das Baugesetz vom Parlament verabschiedet wurde. In Dänemark hat eine solche Verabschiedung zur Folge, dass eventuelle bleibende oder kommende Umweltfragen keine Bedeutung für das Projekt oder den Bauprozess haben. Durch ein Baugesetz werden Umweltprobleme automatisch neutralisiert. Hier sehen wir einen entscheidenden Unterschied zwischen Dänemark und Deutschland. Ungeachtet, was die Analysen gezeigt hatten, konnten die Politiker der in der Praxis endgültigen Entscheidung 2008 nicht widersprechen. So merkwürdig funktioniert der politische Prozess in Dänemark. Es war eine umfassende und teure Aktivität, bei der es so aussehen sollte, als wäre die Entscheidung auf aktualisierten Analysen begründet. Das war aber nicht der Fall. Alle Analysen wurden von der Fehmarn AS definiert und kontrolliert. Die Berater wussten, dass ihre potenziellen zukünftigen Aufgaben von positiven Schlüsselzahlen abhingen. Eine entscheidende Qualitätskontrolle der Verkehrsprognosen wurde zum Beispiel an einen Berater vergeben, den die Fehmarn AS damals schon als Bieter für die Bauaufträge vorausqualifiziert hatte und der deshalb als befangen betrachtet werden muss. Unter diesen Umständen hatte er keine andere Wahl, als die Qualität der Verkehrsprognosen zu genehmigen. Mit solchen Prozessen wurde es immer möglich gemacht, positive Zahlen zu erstellen. Und das Parlament konnte in scheinbar gutem Glauben das Baugesetz verabschieden. Eine sozioökonomische Analyse soll ganz einfach zeigen, ob ein Projekt mehr Vorteile als Nachteile hat. In der Praxis hat eine solche Analyse keinerlei Bedeutung für ein in Dänemark benutzerfinanziertes Projekt. In Deutschland ist das ganz anders. Daher werde ich detailliert beschreiben, wie die Analysen manipuliert wurden, um einen sozioökonomischen Überschuss zu schaffen, obwohl es sich in Wirklichkeit um ein sehr großes Defizit handelte. Wir sehen hier zwei entscheidende Zahlen, was das Projekt kostet und alternativ, was eine Weiterführung des Fährbetriebes kostet. In beiden Fällen werden die jährlichen Kosten über 50 Jahre zurückdiskontiert. Also das Projekt inklusive Hinterlandanbindungen kostet 78 Milliarden Kronen und der Fährbetrieb inklusive neue Fähren kostet 60 Milliarden Kronen. Diese zwei Kostenzahlen sollen mit den Netto-Nutzerergebnissen von 44 Milliarden Kronen verglichen werden. Bei diesem Vergleich ist es wichtig, nur die Nettokosten zu beobachten. Also die Kosten des Projekts minus die Kosten der Basisalternative. Wie Sie hier sehen, die Nettokosten sind bloß 18 Milliarden Kronen. Die Nettoergebnisse der Gesellschaft sind dann 26 Milliarden Kronen.
also ein ganz klar positiver sozioökonomischer Mehrbetrag. Das Grundprinzip einer sozioökonomischen Berechnung ist, dass man immer Nettozahlen relativ zu einer Basisalternative berechnet. Bis jetzt habe ich die zwei Kostenzahlen präsentiert, als ob sie klar dokumentiert wären. Das ist der Fall mit den 78 Milliarden Projektkosten. Aber woher kommen die 60 Milliarden Fairkosten? Hier sehen Sie die Titelseite und eine Tabelle mit zusammenfassenden Schlüsselzahlen der sozioökonomischen Analyse, die am 5. Januar 2015 veröffentlicht wurde. Und hier habe ich die Tabelle und den Titel ins Deutsche übersetzt. Von oben sehen Sie, welche Bruttoeffekte die Fehmarn-Belt-Querung für den Staat hat. Baukosten, Betrieb, Subventionen durch die EU und so weiter. Es ist doch ein bisschen merkwürdig, dass man hier gerade auf den Staat fokussiert, weil es in einer sozioökonomischen Berechnung um das Projekt und nicht um den Staat geht. Man hat hier, kann man sagen, eine Art Mischung aus Staatsfinanzen und Sozioökonomie erstellt. Hier sehen Sie die Zahlen von Netto-Nutzen und netto-externen Kosten. Bemerken Sie, dass der Berater in diesen beiden Fällen dem prinzipiellen Netto-Prinzip folgt. Eine mystische Korrektur von 9 Milliarden Kronen erscheint hier. Diese Summe entspricht 1,2 Milliarden Euro. Kann man wirklich so viel Geld eine Korrektur nennen? Und was steckt hinter dieser Zahl? Ich werde darauf zurückkommen. Die Bruttokosten des Projekts sind in der Tabelle leicht zu finden. Aber die Aufgabe ist es, die Nettokosten zu berechnen. Wir müssen daher die Basiskosten kennen, das heißt die Fairkosten. In einer sozioökonomischen Berechnung sind die Kosten der Basisalternative völlig unumgänglich. So warum erscheint eine so wichtige Zahl überhaupt nicht in der Tabelle? Der Schlüssel zur Aufspürung der Fairkosten liegt hier gut verborgen und mein Verdacht ist es, dass das kaum ein Fehler sein kann. Im Rapport finden wir, fast wie einen Rebus, eine Art mathematisches Rezept, das die Fairkosten zutage fördern kann. Lesen Sie bitte den Text Seite 21, den ich hier übersetzt habe. Aufgrund von öffentlich verfügbarem Material können wir den Unterschied zwischen Kosten und Einnahmen auf der Strecke Rötby-Puttgarden nicht genau bestimmen. Insgesamt zeigen öffentlich zugängliche Buchhaltungszahlen, dass die Differenz zwischen Umsatz und Kosten ungefähr 15% der Kosten beträgt. Die Hauptanalyse ist auf dieser Schätzung basiert. Wir haben den Gesamteffekt auf 9 Milliarden Kronen berechnet. Wenn Sie ein bisschen Mathematik beherrschen, dann sehen Sie im Text zwei Gleichungen mit zwei Unbekannten beschrieben. Ich habe hier die Gleichungen in mathematischer Form beschrieben. Und hier sehen Sie die Lösung. Endlich offenbart sich, dass die Fairkosten auf 60 Milliarden Kronen geschätzt wurden. Und endlich verstehen wir,
dass die minus 9 Milliarden die Differenz zwischen Fährkosten und Fähreinnahmen waren. Wir wissen jetzt, dass die 9 Milliarden Kronen in der zusammenfassenden Tabelle eine entscheidende Rolle spielen, wenn man das unerwartet günstige sozioökonomische Ergebnis zu erklären versucht. In einer glaubwürdigen Berechnung hätte man natürlich für solche entscheidenden Zahlen eine klare Dokumentation erwartet. Aber so ist es leider nicht, und man kann sich selbst fragen, warum. In der Zusammenfassung sehen Sie hier die Kosten des Projekts und der Basisalternative. Es ist sehr überraschend, dass die Kosten des Projekts und der Basisalternative scheinbar von vergleichbarer Größenordnung sind. Man hätte erwartet, dass das Projekt deutlich teurer als die Basisalternative wäre. Erinnern Sie sich bitte, dass, wenn es um sozioökonomische Berechnungen geht, man nicht mit Bruttokosten, sondern mit Nettokosten rechnet. Deswegen liegt es im Interesse der Fehmarn AS, dass die Fährkosten so hoch wie möglich geschätzt werden. Vielleicht finden wir hier den Beweggrund für die gut kaschierten Fährkosten. Und wir haben früher gesehen, auf welcher unsicheren Grundlage diese 60 Milliarden Kronen basieren. Gibt es also keine bessere Grundlage? Doch, die gibt es. Und diese Grundlage wurde vom Verkehrsministerium 2016 öffentlich gemacht. Ursprünglich wurde dieser Bericht für das dänische Verkehrsministerium im Geheimen ausgearbeitet. Aber ein deutscher Journalist kam auf die Spur des Berichts, und dann wurde das Verkehrsministerium gezwungen, den Bericht zu veröffentlichen. Aber leider geschah dies in einer redigierten Version. Es stellte sich heraus, dass der Bericht eine Goldgrube von detaillierten Daten über Komponenten der Fährkosten enthielt. Bei diesen relevanten Datenmengen würde es auf der Hand liegen, die sozioökonomischen Berechnungen zu aktualisieren. Aber eine solche Initiative wurde vom Verkehrsministerium jedoch nicht ergriffen. Deswegen beschloss ich, diese Berechnungen selbst zu machen. In einem Konferenzbeitrag an der Aalborg-Universität im August 2019 legte ich die Berechnungen vor. Um überhaupt vorgelegt werden zu dürfen, wurde mein Beitrag im Voraus von unabhängigen Experten bewertet. Das Ergebnis, basiert von KPMG dokumentierten Fährkosten, war, dass die Fährkosten überhaupt nicht auf 60 Milliarden Kronen, sondern maximal 20 Milliarden Kronen hätten geschätzt werden sollen. Diese 60 Milliarden Kronen wurden unter mehreren fehlerhaften Voraussetzungen berechnet. Unter anderem, dass die Reederei Scandlines AS ein ökonomisch sehr schwacher Betrieb ist, mit Einnahmen, die nur knapp über den Ausgaben liegen. Das ist ganz falsch. Das Gegenteil ist ganz klar der Fall. Wäre die Scandlines AS ein ökonomisch so schwacher Betrieb,
hätten die dänischen Politiker nicht so oft die Scandlines AS kritisiert für allzu hohe Monopolpreise. Die 60 Milliarden Kronen zielten lediglich darauf ab, das Projekt sozioökonomisch gut aussehen zu lassen. Wenn wir stattdessen die von KPMG dokumentierten Kostenanalysen verwenden, sieht die Berechnung ganz anders aus. Und die Nettokosten des Projekts erweisen sich viel größer als in den offiziellen Berechnungen. Jetzt können wir den Nettonutzen mit den Nettokosten vergleichen. Und dann offenbart sich, dass die Fehmarn-Belt-Querung einen großen sozioökonomischen Verlust bedeuten wird. Bis jetzt waren alle referierten Zahlen, wie sie Anfang des Jahres 2015 aussahen. Wenn wir von 2015 an etwas vorwärts schauen, würden die sozioökonomischen Ergebnisse noch schlechter ausfallen. Nach Januar 2015 wurde veröffentlicht, dass der Tunnel ca. 9 Milliarden Kronen teurer als erwartet werden würde und dass auch die deutschen Hinterlandanbindungen erheblich teurer werden würden. 2021 wird der volle Effekt einer stufenweisen 25% Reduktion der großen Belt-Überquerungskosten eintreffen. Beide Änderungen werden den Nettoverlust vergrößern. Alles, was ich bisher gezeigt und erwähnt habe, hat die offiziellen Verkehrsprognosen Anfang 2015 als Voraussetzung. Doch diese Verkehrsprognosen sind klar kritikwürdig. Ich werde daher einige der Hauptkritikpunkte der Verkehrsprognosen überprüfen. Meine Kritik fokussiert auf die Berechnungsmethoden, die verwendet wurden, um die Verlegung des Verkehrs von Fähren und Brücken auf die Fehmarn-Belt-Querung zu berechnen. Das allgemeine Verkehrswachstum dagegen wurde politisch und damit nicht analytisch bestimmt. Deswegen kritisiere ich es nicht, obwohl das zukünftige Verkehrswachstum mit der bisherigen Verkehrsentwicklung nicht viel zu tun hat. Die Verlegung des Verkehrs dagegen kann ganz präzise berechnet werden. Und hier hat die Fehmarn AS einen entscheidenden methodischen Fehler nach dem anderen gezeigt. Und alle führen zu einer systematischen Überschätzung des Tunnelverkehrs. Hier sehen wir die Entwicklung des Fährverkehrs seit 1990. 2001 introduzierte die Reederei Scandlines AS ein Konzept mit billigen, zeitbegrenzten Rückfahrkarten, um in Puttgarden Grenzhandel zu betreiben. Ein Drittel der PKWs kann dem Grenzhandel zugeschrieben werden. Der restliche Verkehr ist regelmäßiger internationaler Verkehr. Ich nenne das Europaverkehr. Man sollte erwarten, dass dieses Verkehrssegment überhaupt das Wichtigste wäre, wenn man eine feste Querung plant. Es ist daher bemerkenswert, dass dieses Verkehrssegment in den letzten 30 Jahren
kein Wachstum gezeigt hat. Meine Kritik konzentriert sich auf die Berechnungen von umverteiltem Verkehr beim Öffnen der Fehmarn-Belt-Querung. Nach der Verkehrsprognose kommt der PKW-Tunnelverkehr von drei verschiedenen Quellen. Erstens von der Fährlinie Rötby-Puttgarden, zweitens von der großen Beltbrücke und drittens von übrigen skandinavischen Fährlinien. Betrachten wir erst einmal den Verkehrsbeitrag vom großen Belt. Man hatte eine Verkehrszählung veranstaltet. Der Zweck war nur festzustellen, wie groß der Anteil von ausländischen PKWs war. Das Ergebnis war 4%. Diese 4% wurden interpretiert, als ob sie auf dem Weg von oder nach Hamburg oder südlich davon waren. Ein unglaublich primitiver Analysefehler. Natürlich besagt ein ausländisches Kennzeichen nichts darüber aus, woher das Auto kommt oder wohin es fährt. Es ist allgemein bekannt, dass der Verkehr auf einer Strecke unabhängig von der Nationalität des Kennzeichens viele Ausgangspunkte und viele Ziele haben kann. Hier sehen Sie einige Beispiele. Nicht alle ausländischen Fahrzeuge, die die große Beltbrücke passieren, sind also internationaler Verkehr. Nur ein kleiner Teil ist internationaler Verkehr. Durch diesen Analysefehler wurde in den Berechnungen allzu viel ausländischer Verkehr vom großen Belt auf den Fehmarnbelt verlegt. Der Fehler wurde dann verdoppelt, weil man ohne die geringste Dokumentation annahm, dass eine ähnliche Anzahl Dänen in der entgegengesetzten Richtung ähnlichen Verkehrsbedarf hatte. Alles in allem wurden 8% des großen Beltverkehrs auf den Fehmarnbelt verlegt. In früheren Analysen mit demselben Prognosemodell berechnete man keinen Verkehr überhaupt, der vom großen Belt auf den Fehmarnbelt verlegt würde. 800.000 PKWs pro Jahr wurden manuell auf eindeutig falscher Grundlage dem Verkehrsmodell zugefügt, um politisch und ökonomisch ausreichende Verkehrszahlen zu erzielen. Und jetzt zu den skandinavischen Fährlinien. In der Basissituation mit nur Fährverbindungen über die Ostsee ist ein Wettbewerbsgleichgewicht zwischen Land- und Fährverbindungen hergestellt. Die Wettbewerbsparameter der Fähre sind Reisezeit, Fahrpreis und Service. In der Prognosesituation wird eine schnellere Tunnelverbindung zwischen Rötby und Puttgarden eingeführt. Auf dieser Grundlage berechnet das Prognosemodell, wie viele Kunden auf den Fährstrecken vom Umzug nach der festen Verbindung profitieren können, und diese Kunden werden dann nach der Fehmarn-Belt-Querung verlegt. Diese Verlegung des Verkehrs ignoriert die Tatsache, dass es sich bei den
Fair-Unternehmen um Privatunternehmen handelt, die natürlich ihre Kunden zu binden versuchen, wenn die Gefahr besteht, dass sie an die Fehmarn-Belt-Querung verloren gehen. Im Verkehrsmodell wurde dieser Wettbewerbseffekt nicht berücksichtigt und die Fehmarn AS hat das Modell nicht durch spezielle Wettbewerbsanalysen ergänzt. Daher ist die Verlegung des Verkehrs von skandinavischen Fährstrecken erheblich übertrieben. Schließlich kommen wir zur Fährlinie Rødby-Puttgarden. Die Fehmarn AS geht davon aus, dass die Fährlinie sich selbst schließen wird, weil das Verkehrsmodell zu wenig Fährverkehr aufzeigt, wenn der Tunnel geöffnet wird. Das Prognosemodell wurde Ende der 90er Jahre konstruiert. Ich besitze eine detaillierte Kenntnis dieses Modells, weil ich damals Mitglied der dänisch-deutschen Expertengruppe war. Das Modell berechnet die Umverteilung der verschiedenen Verkehrsströme von anderen Routen, wenn der Tunnel in Betrieb geht. Damals besaßen Dänemark und Deutschland gemeinsam die Reederei Scandlines AS. Und deswegen war es undenkbar, dass ein gleichzeitiger Betrieb von Fähren und einer festen Querung eine relevante zukünftige Alternative sein könnte. Die beiden Staaten wollten das eine oder das andere, nicht beides. Deswegen wurde das Modell nicht so konzipiert, dass der gleichzeitige Betrieb überhaupt im Modell berechnet werden konnte. Später wurde es auch nicht entsprechend weiterentwickelt. Man kann zwar das Modell zwingen, beide gleichzeitige Alternativen zu berechnen, aber das Ergebnis, also die berechnete Verteilung des Verkehrs auf die zwei Alternativen, hat keinen analytischen Hintergrund. Und deswegen ist das Ergebnis unanwendbar. Aber die Fehmarn AS und ihr deutscher Berater Intraplan haben dies offensichtlich ignoriert. Eine detaillierte Wettbewerbsanalyse hätte durchgeführt werden müssen. Stattdessen hat die Fehmarn AS in den Berechnungen den Fährbetrieb eingestellt und das wurde begründet in einem klaren Missbrauch eines Verkehrsmodells. Man kann nicht ausschließen, dass der Fährbetrieb in der Zukunft eingestellt wird, aber keine glaubwürdigen Argumente sind bis jetzt vorgelegt worden. Das ändert jedoch nichts daran, dass eine zukünftige Weiterführung des Fährbetriebs der weitaus größte Risikofaktor für die feste Fehmarn-Belt-Querung ist. Laut der offiziellen Prognosen werden alle LKWs, die Rødby-Puttgarden benutzen, in den Fehmarn-Belt-Tunnel verlegt, wenn er geöffnet wird. Aber wie es der Fall mit den PKW ist, die Berechnungen hinter dieser Verlegung sind ohne analytischen Hintergrund. Es fehlen ganz einfach die notwendigen Wettbewerbsanalysen. Wir haben jedoch gute Quellen, die veranschaulichen können, wie eine solche Wettbewerbsanalyse aussehen könnte. In dem Wirtschaftsblatt Börsen hat das Blatt die zwei sehr großen Güterverkehrsunternehmen DSV und HCS gefragt, wie sie reagieren werden, wenn der Fehmarn-Belt-Tunnel eröffnet wird. Der Direktor der DSV sagt ganz klar, dass es darauf ankommt, ob die Fahrkosten für den Tunnel deutlich teurer sind
als für die Fähre. Die Aussagen von HCS sind dieselbe. Wenn die Fähren billiger sind, haben sie eine klare Attraktivität. Dänemark hat meiner Meinung nach ganz bewusst unkorrekte und entscheidende Informationen an Deutschland geliefert. In den sozioökonomischen Berechnungen wurde ein großes Minus in ein großes Plus verwandelt. Die Methode war, die Kosten der Basisalternative mindestens dreifach zu übertreiben. Dieser Betrug war gut kaschiert, so dass er in der Ergebnistabelle und im Text nicht eindeutig abgeläutet werden konnte. Ein Verkehrsmodell kann nur solche Szenarien berechnen, auf die es vorbereitet ist. Das mehr als 20 Jahre alte Prognosemodell konnte deswegen nicht den gleichzeitigen Betrieb von Fähren und Tunnel beschreiben. Das Modell wurde trotzdem als Argument für die Schließung der Fährlinie benutzt. Das alles entscheidende Risikoelement bei der festen Querung wurde überhaupt nicht untersucht. Das ist sehr kritikwürdig. Die Verkehrsanalyse, die zu einer massiven Verlegung des Verkehrs vom großen Belt führte, war methodisch so unprofessionell, dass sie Konsequenzen für die Verantwortlichen hätte haben müssen. Die Analyse zeigt eine unglaubliche Inkompetenz und hat die Prognosen für verlegten Verkehr grob überschätzt. Die skandinavischen Fähren haben alle allzu viel Verkehr an die feste Fehmarnbelt-Querung geliefert, weil man in den Prognosen keine Wettbewerbsinitiativen der Fährbetriebe einkalkuliert hat. Das führt natürlich auch zu unrealistischen Prognosen. Alles in allem, Dänemark hat unglaubwürdige Dokumentationen für den Bedarf und für die Wirtschaftlichkeit seines größten Verkehrsprojekts vorgelegt.